es erlaubt, in Solarium reinzugehen, also sich freuen zu lassen. Na, ist es erlaubt, ins Solarium zu gehen? Manche wollen ja unter die Sonne und dann nochmal unter der künstlichen Sonne. Wie ist das Urteil, in das Solarium zu gehen? Das ist Haram, liebe Geschwister. Das ist Haram und dieses aus mehreren Gründen. Erstmal, aus dem Solarium kommen UVB-Strahlen. UVB-Strahlen sind gesundheitsschädlich, bewiesen in der Wissenschaft. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einer Überlieferung bei Imam Ahmad, und diese Regel ist sowieso Ijma unter den Gelehrten, la darra wa la dira. Man darf sich keinen Schaden zufügen und auch anderen nicht. Das ist schon mal klar. Nummer zwei, man darf nicht in das Solarium, weil das Geldverschwendung ist. Weil das was? Geldverschwendung ist. Nummer drei, eine Frau, wenn sie in das Solarium hereingeht, ist der Zorn Allahs azza wa jalla über sie. Das heißt, auch der Mann begeht hier eine Sünde, aber bei der Frau gibt es noch eine extra Überlieferung, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Überlieferung ist bei Ibn Majah, ma min imra'atin tada'u thiyabaha fi ghayri bayti zawjiha illa hatakat as-sitra baynaha wa bayna rabbiha. Keine Frau zieht ihre Klamotten außerhalb des Hauses ihres Mannes aus. Bedeutet, sie wird gesehen von fremden Leuten und sie ist nicht sicher davor, nicht gesehen zu werden, so wird Allah den Schleier zwischen sich und dieser Frau hinwegnehmen. Zwischen sich und dieser Frau hinwegnehmen. Und liebe Geschwister, ich sage euch eins, und das ist bewiesen. In vielen Solarien werden Kupplöcher reingemacht, so dass die Leute, die Betreiber des Solariums, schauen können, was die Frauen in diesen Solarien machen. Einer hat mir das persönlich gebastelt von diesen Übeltätern, möge Allah uns recht sein. Und das ist nicht nur im Solarium so, das ist auch in den Umkleidekabinen so, in Kaufhäusern, das kam raus. Deswegen, eine Frau zieht sich dort nicht hin. Wenn eine Frau schon etwas anprobieren muss, im Kaufhaus zum Beispiel, was macht sie? Zieht sie ihre Klamotten aus oder zieht sie etwas drüber? Dann zieht sie etwas drüber und das reicht. Wallahu ta'ala, ala wa ala, man darf nicht in das Solarium hereingehen.